Ja, dann herzliches Grüß Gott zum 22. Arbeitskreis pauschal dotierte Unterstützungskasse. Darf Sie recht herzlich bei uns in Nürnberg begrüßen. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Manfred Bayer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Halt seit einigen Jahren diesen Arbeitskreis, den 22. einige Sonderarbeitskreise dazwischen. Beschäftige mich mit dem Thema pauschal dotierte Unterstützungskasse seit gut 21 Jahren, damals noch bei einer der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hauptsächlich für große und börsennotierte Gesellschaften, seit 1999 nahezu ausschließlich mit der gesamten Mannschaft an Rechtsanwälten, Steuerberater mit dem Thema. Ja, was Sie heute vom 22. Arbeitskreis zu erwarten haben, Arbeitskreis heißt also Arbeitskreis und nicht Vortragskreis, das ist ein Kreis, wo wir uns wirklich austauschen, heute viele erfahrene, teils mehr oder weniger erfahrene Leute, einige werden noch dazustoßen, also es sind rund 20 angemeldet für heute. Es ist immer wichtig, dass wir uns austauschen können, dass wir die Erfahrungen mit, dass wir die Fragestellung, was uns draußen begegnet, dass man hier natürlich interaktiv diskutiert und einiges mitnimmt. Das ist das eine. Das zweite, die Themen sind Präsentation von Akquiseansätzen und Beratungssprechen durch erfahrene Partner. Ich werde Ihnen vorstellen, wie ich zwischenzeitlich in Unternehmervorträgen, Unternehmergesprächen die pauschal dotierte Unterstützungskasse vorstelle und präsentiere im Prinzip. Nutzenorientiert, dass man die Probleme erkennt vom Unternehmer und an den Problemen Lösungsansätze bringen kann. Erfahrungsaustausch mit einer der Hauptthemen, die Nutzendarstellung, wo sehen wir von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit die großen Nutzen, das Thema neue Medien und Unterlagen, was da auf Sie zukommt, was Sie da erwartet. Die Präsentation unserer Partner im Netz, da läuft im Prinzip einiges. Synergiemodelle, Multiplikatoren, Akquise und im Prinzip die Arbeitgeberkommunikation. Das sind die Themen, die wir heute machen wollen, die wir heute durchbesprechen wollen. Ich würde beginnen mit eins. Wir werden auch Nachmittag mal Musterberechnung durchsprechen. Musterberechnen, wie man es lesen muss, wie man es lesen kann, was wirklich die wichtigen Punkte sind, die man für den Unternehmer darstellen kann. Wir versuchen ja unsere Musterberechnung eigentlich immer als Worst-Case-Szenario mit einem geschlossenen Versorgungswerk, mit einem aussterbenden Versorgungswerk, ohne Fluktuation und die ganzen Punkte zu rechnen. Wo muss man einem Unternehmer hinweisen, was sind für ihn die wichtigen Zahlen, welche muss er im Prinzip in seine Kalkulation einbeziehen. Ja, ich möchte am Anfang einfach mal einen Vortrag vorstellen, den in letzter Zeit mache unter der Überschrift: Wenn die Finanzierung schwieriger wird, gründen Sie Ihre eigene Bank. Das ist ein Vortrag, den ich zwischenzeitlich auf weniger als 20 Folien reduziert habe, bei dem ich mit dem wirtschaftlichen Umfeld beginne, was sehr wichtig ist. Restriktive Kreditpolitik von Banken, sei es egal, wie die Banken mit Liquidität geschwemmt werden oder überschwemmt werden. Zweiter Punkt ist für mich die Unternehmensseite. Auch hier ist ein Riesenthema, egal wo man hinkommt, ob das im Osten oder im Westen, im Norden oder Süden sind. Wir haben immer Thema Mitarbeiterbindung, Fach- und Führungskräftegewinnung und wir haben in unserem wirtschaftlichen Rahmenfeld auch das Thema Bestandssicherheit des Unternehmens, Liquidität und Reserven und Potenzial für Krisenzeiten. Wir haben auch das Thema, weil es letztendlich auch betriebliche Altersversorgung ist, der Vergleich mit Versicherungen. Versicherungen braucht man nicht schlecht reden, gegen Versicherungen braucht man nichts sagen. Ich stelle bloß immer zwei Punkte heraus und das sind die, die jeder weiß. Zum einen, dass Versicherungen tendenziell schlechte Renditen bringen, war vor kurzem wieder Ökotest, die auch negative Renditen berechnet haben oder bezogen immer aufs eingezahlte Kapital, relativ schlechte Renditen. Und das zweite ist, es wird im Wesentlichen Staatspapieren und statt in Realwerten und in Sachwerten angelegt, also zum überwiegenden Teil. Und das weiß auch jeder, deutsche Staatspapiere bringen derzeit relativ wenig, das heißt, notgedrungen wird man vermutlich auf höher rentierliche Staatspapiere als auf deutsche ausweichen müssen. Das sind für mich die Rahmenbedingungen und die Rahmenbedingungen, die verlangen auch nach einer Lösung, nach Finanzierung, nach Bankenunabhängigkeit, nach alternativer Mittelherkunft. Mitarbeiterbindung ist ein wichtiges Thema im Osten, wie im Westen, im Süden, wie im Norden, egal wie hoch die Arbeitslosigkeit ist, Wachstum und Sachwertanlage einfach, um die Substanz vom Unternehmen zu verbessern. Und da ist einfach die Unternehmenskasse ein sehr wichtiges
Innenführungsmodell, ein variables Modell und ein Modell mit der freien Kapitalanlagemöglichkeit. Und das ist eigentlich das Entscheidende überhaupt. Ja, und es ist nicht nur frei, variabel, sondern es ist der älteste Durchführungsweg, den wir in Deutschland haben. Und er ist eigentlich einfach und genial in der Wirkungsweise.